Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt am Sonntag eine Premiere hier in Hoyerswerda, wieder mal eine Premiere hier in Hoyerswerda, ganz konkret im Schloss. Es wird das erste Mittelalterfest im Schloss geben. Harry Wobst ist einer der Ritter, ich weiß nicht, ob der Tafelrunde, auf alle Fälle des Schlosses, der das Fest maßgeblich organisiert hat, und wir wollen ein bisschen mehr zu dieser Premiere erfahren. Herr Wobst, wann ist die Idee entstanden? Ja, eigentlich schon im Oktober letzten Jahres, als wir also nach Höhepunkten gesucht haben für unser Schloss hier und den Zoo, den Jahreskulturkalender halt zu gestalten. Und da waren wir der Meinung, also unser Museumsfest, was wir sonst eigentlich immer im Mai um den Weltmuseumstag herum organisiert haben, muss eine andere Couleur bekommen. Und so haben wir uns zumindest seit diesem Jahr vorgenommen, also ein neues mittelalterliches Treiben für dieses Schloss aus der Taufe zu heben und dieses dann immer am zweiten Wochenende im April durchzuführen und uns um den Museums- oder Weltmuseumstag ist es ja sogar herum, uns mehr unserer Sammlung zu widmen. Ja, und was passt besser zu einem Schloss als ein mittelalterliches Fest? Und das soll jetzt Tradition werden. Ja, das soll Tradition werden. Also die Gegend hier um Hoyerswerda ist ja im 12. Jahrhundert besiedelt worden. Und da gab es dann auch schon das erste Schloss hier an diesem Standort hinter uns. Ja, und wir haben uns also vorgenommen, das erstmal ganz klein natürlich zu beginnen am Sonntag. Und dann, wenn es gut läuft, dann in den Folgejahren halt auszubauen, auch zu einem mehrtägigen Wochenendevent. Wann geht's denn los am Sonntag und was erwartet die Gäste für ein Programm? Ja, also los geht es Punkt 10 Uhr. Hier oben bei uns an der Schlosspforte öffnet das große Tor für das erste mittelalterliche Treiben hier auf dem Schloss in Hoyerswerda. Und ja, wir haben auch natürlich eine schöne alte Bühne aufgebaut. Und es gibt natürlich die Musik. Das Mittelalter steht hier bei uns auch im Vordergrund. Die Gruppe Ohrenpein aus Leipzig wird sich dann hier über den Tag verteilt an mehreren oder zu mehreren Zeiten auf der Bühne präsentieren. Ja, dann wird es natürlich ein Ritterlager geben mit richtigen alten Rittersleute, die aus dieser Zeit hierher zu uns gereist sind, haben hier ihren Standort unten am Sorbenbrunnen und werden dann mit Schau, Schwert und Axt kämpfen, das Treiben hier aufmischen. Wo steht die Zeitmaschine? Die Ritter dann so richtig in Rüstung und hoch zu Ross? Hoch zu Ross haben wir dieses Jahr erstmal noch nicht vorgesehen, aber das ist dann die Option für nächstes Jahr, wenn wir das dann auch etwas größer mit in den Zoo ziehen. Auf die Zoowiese wird es dann sicherlich das erste Turnier hier auch im Zoo und im Schloss geben. Dieses Jahr sind die Ritter noch zu Fuß, haben aber entsprechend sind gerüstet. Jeder große Ritter hat mal klein angefangen. So war es, glaube ich, früher auch. Und es gibt ja auch ein Rahmenprogramm in diesem Jahr, sprich Gastronomie. Es gibt einen kleinen Markt und auch gibt es Angebote für Kinder. Ja, also das SEP-Team hier aus Hoyerswerda ist ja unser Partner in diesem Jahr, die also die Hoftaverne betreiben werden und den rustikalen Grill. Es gibt natürlich jetzt auch was für Kinder. Also neben einem Schlossbräu, wo wir ja auch schon seit Jahren in Hoyerswerda eine eigene Biermarke haben mit unserem Logo drauf, gibt es natürlich auch Angebote für Kinder. Ich meine jetzt nicht gastronomischerseits, sondern unterstützt werden wir in diesem Jahr durch die Kulturfabrik. Ja, die basteln also mit Kindern Hüte, Schatzkästchen, mittelalterliche Stoffsäckchen. Also es gibt da einiges auch für die Jungs zum Kämpfen, Pappschilde und Schwerter. Und auch in unserem Museumsshop sind entsprechende Waffen für Kinder erhältlich. Alles klar. Wie wird es denn mit dem Eintritt sein am Sonntag zum Fest? Für Kinder und für Erwachsene. Ja, wir sind ja seit mehreren Jahren hier eine gemeinsame Einrichtung, der Zoo und das Schloss. Und es wird also der normale Zoo-Eintritt kassiert. Das wäre für Erwachsene 7 Euro und ermäßigt für Kinder von 3 bis 14 5 Euro. Man hat aber den Vorteil, man besucht ja nicht nur das Schloss, das Fest, sondern auch kann nochmal einen wunderbaren Spaziergang durch den Zoo machen. Wunderbar. Ritter Harry, ich danke Ihnen für die profunden Auskünfte, liebe Zuschauer. Und wir laden Sie also ein am Sonntag zum ersten Mittelalterfest hier ins Schloss in Hoyerswerda.